So, angekommen am Parkplatz in Saint-Tropez. Wir parken an Kassenhäuschen 6 und es windet sehr. Ja, jetzt gehen wir gleich am Hafen entlang und dann gucken wir mal, was der Markt so macht. Ein Maler war mutig. Dem fliegen die Leinwände nicht weg. Ich habe Nana-Figuren entdeckt. Die habe ich auch mal gebastelt. Dicke Nana-Frauen. Hier steht eine Harpe. Der hat auch keine Angst, dass ihm das Ding wegfliegt. Und hier stehen die fetten Teile. Douglas. Attention, Loch. Da vorne kann man Saint-Tropez immer ganz gut erkennen. Es ist also kein Fake. Wir sind wirklich hier. So, wir gehen jetzt da hoch Richtung Markt. Gucken, dass wir nicht überfahren werden hier. Sonst ist das live auf Kamera. Auch eine coole Skulptur. Hatte ich im Übrigen schon erzählt, dass wir Mucki abgeladen haben bei meinen Eltern. Für den ist das ja immer nichts. Und ja, jetzt können wir in Ruhe hier auf den Markt gehen. Oh, schöne Tauben. Nicht so eklige wie bei uns in Deutschland. Obwohl doch da. Da ist eklig, da ist schön. Da ist auch schön. Ja, hier wurde doch irgendwo der Gendarm gedreht, ne? Da sind noch mehr Skulpturen. Und bei irgendjemand geht ein Wecker.
Also da nochmal, das ist die Gendarmerie, wo halt auch die Serie, die Filme gedreht wurden, wie auch immer. Und wir sind gleich da. Nicht mehr weit. Da vorne auf der Ecke ist schon der Markt. Naja, obwohl, ich finde das Lilane zum Beispiel mit dem Karriere ganz schön. Ja. Sollen wir erstmal die linke Seite des Marktes abfinden und dann die rechte? Die Pudding-Brioches. Ja, die Würstchen da in der Tüte waren, glaube ich, auch ganz gut. 12 Stück für morgen. Oh mein Gott.
für Markus. Damit er nicht mehr so oft ausleeren muss. Nein, Kack-Oliven. Nein. Nochmal die Mini-Würstchen. Ein Bund 4 Euro, 3 Bund 10 Euro. Damit auch schwimmen gehen. Ja. 60 Euro für einen Badeanzug. Wisst ihr Bescheid? Das scheint bei denen irgendwie total begehrt zu sein, sich Blumen ins Haar zu machen. Ne? Und ja, ihr wisst ja jetzt, wie so ein Markt hier in Saint-Tropez aussieht und den in Port-Grimaud habt ihr auch schon mitbekommen. Ich mache jetzt mal erstmal aus und wir sehen uns vielleicht später nochmal. In dem Café haben wir dann früher noch gesessen, immer nach dem Markt. Und sind dann da wieder runtergegangen. Steht da nicht. Inzwischen haben sich jetzt auch mehr Maler hier im Hafen eingefunden. Casey und Sven sind jetzt in dem Museum. Und ich möchte da hinten zu dieser Mauer, weil dort hinten in der Ecke gibt es gute Crepes. Gab es zumindest immer. Hier sind die Nanas nochmal von nah. Schön, die Kunst hier. Jetzt sind wir hinter dieser Mauer, die ich gerade eben gezeigt habe. Und findet hier im Sommer auch immer so eine Segelregatta statt. Da hinten ist Saint-Maxime. Ich kann jetzt sehen, dass da hinten die Hülsen hier nicht. Moment. Vielleicht ist es ja so ein bisschen besser, dass da hinten die Brücke ist von Saint-Maxime. Und ja, da hinten guckt man dann quasi irgendwann mal, wenn man so einen weiten Blick hätte, auf Italien. Weil das ist hier so eine kleine Bucht. So, das da hinter mir ist jetzt das, wo ich normalerweise Krebs esse, aber wir haben uns jetzt doch für ein Panini entschieden mit Thunfisch und dreimal Käse. Oh mein Gott, Spekulatius. Ja. Und wenn das Band noch reicht, zeige ich euch gleich mal da hinten, wo jetzt der LKW da so vorsteht. Da ist so eine ganze Meile, wo man sich nur hinsetzen kann. Hier so wie hier auch. Aber da sind die Stühle extremst edel und kostet, glaube ich, so ein Essen mal eben über 100 Euro. Gott, jetzt könnt ihr mich nicht mehr verstehen.
ja. So. Lustig, dass sie da immer irgendwas hinschreiben, aber keine Euros oder irgendwie so. Oder? Ja, sie können auch in Pizza, in Peseten bezahlen. Oder? 51. In Yen. 51 Yen. Jetzt gehen wir gleich zu Casey. Wir hatten uns um 16 Uhr wieder mit ihr verabredet. Mucki fährt hier immer mit seinem Laufrad. Abends ziehen wir ihm dann eine Warnweste an. Willst du mit dem Laufrad zu Casey dann gleich? Ja. Okay. Ja, wir haben schon eine Grillkiste vorbereitet. Grillfleisch und ein Baguette, das kann ich auch mal zeigen. Wir haben Baguette gekauft und da Kräuterbutter reingeschmiert. Ja. Und die Casey möchte einen Nudelsalat machen, hat sie gesagt. Mal gucken. Es ist heute so windig, ne? Ich hatte euch das ja gerade schon in Saint-Tropez gezeigt. Richtig abartig. Aber naja, wie gesagt, wir gehen bei Casey grillen. Da nehme ich euch jetzt nicht mit. Weil der Casey ist, glaube ich, relativ wurscht, Latte, keine Ahnung, wie man es sagen möchte. Aber der Sven, der möchte nicht unbedingt gefilmt werden und das respektiere ich dann auch. Und ja, dann sehen wir uns, denke ich mir mal, im nächsten Teil des Urlaub-Vlogs. Tschüss!